Wir machen heute mal einen Eintopf. Das ist Premiere, sowas habe ich noch nie gemacht. Es ist kalt draußen, alle sind am Schniefen und am Husten und das ist mal was Gesundes zur Abwechslung, hoffe ich zumindest. Und ihr seht hier die Reste von dem, was ich schon mal vorab klein geschnippelt habe. Wir benötigen für den Eintopf für zwei Personen circa eine Zwiebel, so eine mittelgroße habe ich benutzt, zwei große Kartoffeln, zwei mittelgroße Möhren, zwei Knoblauchzehen, das habe ich alles hier vermischt. Zwei Chilis sind auch noch drin, beziehungsweise eine eigentlich. Und das ist die Gemüsebasis, dazu kommen wir später. Jetzt wird erstmal hier angebraten. Dafür habe ich schon mal eine Pfanne bereitgestellt. Wir braten die Zwiebeln an in etwas Öl. Dann kommt etwas Hackfleisch dazu, ca. 200 Gramm. Und dann geht's weiter. Ich habe alles relativ grob geschnitten, wie ihr hier seht. Die zwei Kartoffeln eben auch in grobe Würfel. Die sind roh. Die wurden nicht gekocht vorher. Die werden gleich gekocht im Eintopf, in der Suppe sozusagen. Die Zwiebeln sind separiert. Hier, das war etwa eine große Zwiebel und wir erhitzen die hier gleich ganz sanft bei niedriger Temperatur. Die sollen nur ein bisschen Röstaromen annehmen und Farbe. So, das Ganze fängt langsam an zu braten und in Kürze kommt dann auch das Rinderhack hinzu, das ich hier schon mal vorbereitet habe. Hack vom Rind zum Garen. So, das Ganze hat jetzt hier schon ein bisschen Farbe und als nächstes würde ich das Hackfleisch hinzugeben und krümelig anbraten. Das Ganze sieht jetzt so aus, da sollte, wenn es gut gebraten ist, nicht großes mehr zu erkennen sein. Ich habe die Hitze ein bisschen hochgeschalten, wie ihr hier seht. Und zerbraten wir das langsam durch und zerkleinern das Ganze. Und wenn hier nichts Rotes mehr zu sehen ist und wenn das krümelig gut gebraten ist, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Im nächsten Schritt würde ich das Gemüse jetzt auch noch ein bisschen mit anbraten. Das kommt dann hier rein und dann füllen wir das Ganze einfach in einen großen Topf um. So, ich habe das Ganze jetzt mit etwa 250 Milliliter Wasser abgelöscht. Da kommt jetzt ein Teelöffel Rinderbrühe hinzu und dann fülle ich das Ganze in den Topf um und es geht weiter mit den gestückelten Tomaten. Die sind hier. So, hier habe ich jetzt außerdem noch eine Dose Tomaten hineingegeben. Ich habe das Ganze ordentlich verrührt. Ich werde da nochmal etwa 250 Milliliter Wasser dazu machen und dann dementsprechend die gute Rinderbrühe von Maggi. Ich glaube, da brauche ich pro 250 Gramm einen halben Teelöffel. Naja, das könnt ihr euch selber ausrechnen bei einem halben Liter Wasser. Und dann sollte das Ganze hier noch mindestens 20 Minuten köcheln und immer von Wasser bedeckt sein. Und deswegen muss ich da jetzt auch noch ordentlich Flüssigkeit hinzugeben. Ich habe einfach mehr Gemüse verwendet als geplant. Ich habe also jetzt auf etwa einen halben Liter Wasser habe ich einen gestrichenen Teelöffel Rinderbrühe und einen gestrichenen Teelöffel Gemüsebrühe verwendet und wir lassen das jetzt köcheln eine Weile. Das Gemüse muss durch werden, insbesondere die Kartoffeln und dann geht's hier weiter. So sieht das Süppchen jetzt aus. Ich habe das noch ein bisschen gestreckt mit Tomate, außerdem gewürzt mit Kräutersalz. Da kommen jetzt noch mehr Gewürze rein. Wir machen aber noch Reis dazu. Da muss jetzt erstmal der Beutel in den Topf
So, in das Süppchen kommt jetzt noch etwas Gewürz rein, nämlich Thymian, Oregano, Kreuzkümmel und Majoran. Das sieht dann so aus, ordentlich umrühren. Nebenher mache ich noch Reis, bisschen Pfeffer noch dazu und dann fehlt eigentlich definitiv nur noch der Reis und der köchelt hier gerade vor sich hin. So sieht jetzt übrigens das Ergebnis aus. Mir hat es hervorragend geschmeckt. Ihr müsst das wirklich nach Gefühl machen. Ich muss das Ganze noch ein bisschen strecken mit Tomatensugo und Wasser bzw. Brühe, weil es dann doch etwas zu scharf war. Und ich habe das Ganze übrigens nicht für mich gemacht, sondern für meine kranke bessere Hälfte. Und der war es immer noch zu scharf, so dass die Hälfte jetzt weggeschmissen wird. Und bei mir der Haussegen schief hängt. Das noch so als kleinen Einblick in mein Leben. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.